Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Forrester 80 mit dem Update-Video für Mai 2016. Und wenn ich jetzt rüber gucke, ist eigentlich dieses Mal recht wenig geworden, denn hat der Geburtstag, wurden wirklich extrem viele Geschenke in mir zugeschickt von meinen lieben Abonnenten, wirklich Wahnsinn. Und sonst an sich hält es ja wirklich in den Grenzen, aber natürlich ein Häufchen ist natürlich trotzdem wieder. Aber dafür sind richtig coole Sachen dabei, die wirklich einfach nur genial sind, und dafür möchte ich mich auch natürlich auch bei jedem Einzelnen bedanken, die ich jetzt gerne ansprechen werde. Und wir fangen gleich mal an. Am 2. Mai bekam ich ein Zavi-Exklusiv-Steelbook, und zwar A Few Good Men oder auch Eine Frage der Ehre. Im Zavi-Exklusiv-Steelbook finde ich absolut genial, dieses Teil, und auch der Film ist absolut Weltklasse. Wir waren hellauf begeistert. Ich habe ihn vor vielen Jahren mal gesehen, aber da war ich noch zu jung, um die zu verstehen, und jetzt ist er wirklich genial und hier natürlich in einem sehr schönen Steelbook mit deutschem Ton. Und wirklich genial, also wer es noch nicht hat, unbedingt zuschlagen. Und dann bekam ich ein Mystery-Unboxing, zumindest ein Mystery-Paket von Mirko und Samara aus der Schweiz. Herzlichsten Dank dafür, und da waren natürlich auch ganz viele Süßigkeiten drin, in ganz viel kleinen Verpackungen. Ja, das Mystery-Unboxing-Video geht recht lange, weil der liebe Mirko und die Samara haben sich so viel Mühe gegeben, um wirklich jedes einzelne Teil nochmal extra eingepackt zu machen. Und da war auch ein Film dabei, und zwar Graffiti, in der Diamant Deluxe Edition, und hier ist auch eben die Stille des Weltalls, diese Filmversion mit drin, habe ich mir auch schon angeguckt, ist wirklich sehr beängstigend und natürlich auch sehr still, vor allem, weil immer die Musik hier fehlt, aber wirklich genialer Film und natürlich auch hier in dieser Version auch absolut top. Das Teil ist auch diese extra Version mit dem, wo auch schon wie so Plexiglas, hat aber ein bisschen scharf Kanten, aber schaut absolut top aus. Aber eben extrem Fingerabdruck gefährdet, wirklich extrem, und auch sehr kratzgefährdet. Aber nochmal vielen herzlichen Dank, liebe Mirko und liebe Samara, für dieses ganz tolle Geschenk von euch und für die ganzen vielen Süßigkeiten aus der Schweiz. Natürlich exklusive Schokolade aus der Schweiz, genial. Und nochmal vielen herzlichen Dank dafür, für dieses schöne Paket. Ja, dann war ich beim Mediamarkt mal unterwegs, und ich gucke gerne mal bei Soundtracks vorbei. Auf einmal sehe ich hier einen Soundtrack liegen, absolut genial, und zwar Little Shop of Horrors. Ich liebe diesen Film und ich wollte schon die ganze Zeit eben den Soundtrack dazu haben, und jetzt war er einfach für 4,99 bei uns im Mediamarkt schon hier wunderbar. Ich habe überlegt, einfach gleich mal mitgenommen. Ich liebe diesen Film und auch ich liebe diesen Soundtrack, und der muss natürlich einfach gleich mal mitgenommen werden. Ja, dann kam als nächstes Creed raus. Auch ein sehr schönes Steelbook, wie ich finde, leider hier ohne Prägung, aber auch natürlich, Film ist genial. Muss aber gestehen, zu Hause hat er mir nicht mehr so gut gefallen wie im Kino. Liebe Kinder. Und ja, aber trotz alledem, guter Film, aber an die Rocky-Filme kommt einfach dieser Film nicht dran. Ja, dann kam ein Geburtstagsgeschenk am 7. Mai, direkt am 7. Mai zu mir nach Hause. Und zwar vom lieben Movie Hunter 87. Und ja, was soll ich sagen? Es war ein riesengroßes Paket mit einem ganz lieben Brief drin. Nochmal herzlichsten Dank. Und da war auch eben dann die Amorey hier von die 10 Gebote mit drin. Und dachte mir, okay. Aber nichtsdestotrotz, es war noch was anderes mit dabei. Und zwar die Collectors Box von den 10 Geboten aus UK, zumindest aus den USA. Ein absolut geiles Teil. Wirklich hammer, hammer geile Edition. Und lieber Movie Hunter, lieber Christian, vielen herzlichsten Dank für dieses ganz tolle Geschenk. Ich habe mich wirklich extrem darüber gefreut. Den Film habe ich dann noch nicht angeschaut, da er extrem lange geht, und wir müssen erstmal ein wenig Zeit brauchen, weil, ja, ihr wisst ja, Zeit ist Mangelware. Und ja, auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, lieber Christian, für dieses ganz tolle Geschenk. Ich bin wirklich begeistert davon gewesen und genial, genial. Und natürlich auch die Deutschen sind auch noch mit dabei, saugeil. Ja, und dann kam noch ein Geburtstagsgeschenk auf mich zu, und zwar wirklich auch, wie soll ich sagen, genial, wirklich genial. Der liebe Adrian Rudiger, ein Abonnent von mir, auch ein guter Freund zu mir geworden, muss ich ganz ehrlich zugeben, hat sich überlegt, was schenkt man denn Stefan? Ich baue jetzt einfach mal in den nächsten 2-3 Wochen vorher eine Edition für ihn zusammen, und zwar, und es kam dabei dann diese Version raus, die 30 Jahre Filmgeschichte Jubiläumsedition von Forrest Gump. Und wer gerne wissen will, was da drin ist, schaut euch das Unboxing-Video an. Es ist einfach wirklich fantastisch.
was er hier zusammengebaut hat, wirklich genial. Und ich bin ihm zutiefst dankbar für dieses ganz tolle Geschenk, wirklich. Und echt herzlichsten Dank, lieber Adrian. Und ich bin einfach immer noch begeistert. Ja, so schaut es aus. Hier ist der Inhalt nochmal drin. Könnt ihr gerne mal durchlesen. Alles Weitere könnt ihr euch dann mal gerne in dem Unboxing-Video angucken. Ja, dann am 11. Mai bekam ich ein Paket von meinem guten Freund, den Julian. Und er hat mir einiges aus den USA bestellt. Unter anderem das Best Buy Steelbook von Star Wars. Richtig geiles Teil. Ich liebe diesen Film. Und ich liebe auch dieses Steelbook hier mit extra Hochglanz und hier noch mit Tiefenprägung und dem Titelschiff vorne drauf. Auch am Spine eben mit Titel. Sehr geil. Und auf jeden Fall, dieses Steelbook ist einfach nur genial. Und nochmal vielen herzlichen Dank dafür. Und dann hat er mir auch noch mehr besorgt, und zwar die Filmdose-Edition, auch ebenfalls von Best Buy, eben von Jurassic Park 1 in dieser coolen Filmdose-Edition. Dann hier noch Jurassic Park 2 und dann noch Jurassic Park 3. Sehr cool, jetzt sind alle komplett zusammen, diese ganzen schönen Filmdosen, auch vom vierten Teil. Genialst, und ich bin dir auch sehr dankbar. Und in dem Paket waren noch weitere Sachen mit drin, und zwar ein paar Soundtracks, und zwar einmal hier von Jurassic World, der Soundtrack dazu, auch wunderschön anzuhören, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich liebe eben Soundtracks. Dann Rambo, der zweite Teil, und Rambo, den dritten Teil, und vielen Dank nochmal dafür. Und dann noch zum Schluss Terminator Salvation, damit ich auch alle kompletten Soundtracks von Terminator habe, und auch von Rambo, sind jetzt alle komplett, und herzlichsten Dank dafür. Ja, dann war ich mal wieder beim Mediamarkt unterwegs, oder zumindest bei Müller, glaube ich, habe ich den gekauft, und zwar Legend. Tom Hardy ist Reggie Quay und Tom Hardy ist Ronnie Quay in einem richtig coolen Steelbook. Film haben wir auch schon angeguckt, fand ich persönlich sehr cool. Meine Frau fand nicht so besonders gut, aber die ist jetzt so die Gangster-Filme, mag sie nicht unbedingt so gern, aber ich fand ihn einfach wirklich genial gespielt. Hab eigentlich ein wenig erwartet, dass da ein bisschen mehr Witz drin ist, weil der Trailer war auch für mich eher witzig gehalten, aber der Film ist eher dann doch ein wenig ernster und ja, trotzdem ein sehr guter Gangster- oder Kriminalfilm, echt genial. Ja, und dann kam was ganz Besonderes auch noch für mich, und zwar die Doom Collector Edition mit diesem schönen Steelbook hier. Vorne ist hier eben Doom geprägt und hinterauf ist eben dasselbe Motiv, was ich etwas schade finde. Und dabei noch diese richtig coole Figur von The Revenant. Der Revenant ist das hier. Auch sehr geil. Mit Beleuchtung, die ich jetzt mal einschalten werde. Und hier sehen wir eben dann die Beleuchtung. Und auch der Ventilator unten, der bewegt sich auch. Absolut geniale Figur, geniale Edition. Einfach nur hammergeil. Und das Spiel habe ich ja schon komplett durch jetzt gemacht. Jetzt fehlt nur die paar letzten Erfolge, wo man auf 1000 spielen muss. Und dann ist dieses Spiel beendet. Und ich kann nur sagen, geniales Spiel, macht sau viel Fun. Allein schon diese Kills, die man hier machen kann, ist einfach nur bombastisch. Und wirklich für jeden Splatter-Fan und natürlich auch für jeden Horror-Fan ist es natürlich ein richtig geniales Spiel. Obwohl ich sagen muss, die Horror-Effekte, wie zum Beispiel bei Doom 3, fehlen hier fast komplett. Also da ist wirklich, passt eigentlich gar nicht so wirklich, da kommt eigentlich gar kein wirklich Horror-Feeling auf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es ist einfach nur ein schönes Durchgeballer mit viel Gag auf jeden Fall. Und auf jeden Fall ein geniales Spiel und macht echt sau viel Fun. Lohnt sich auf jeden Fall mal, sich zu holen oder mal auszuleihen, denn das Spiel ist echt genial. Ich werde es euch nochmal für den PC auch nochmal holen, damit ich mit meinen Kumpels auch noch zocken kann. Ja, und dann geht's weiter mit dem nächsten Stäbchen hier. Und zwar, da bekam ich, ups, hier, zu viel verraten. Da bekam ich eben die Winzlinge von Amazon exklusiv hier in dieser Special Edition. Habe mich sehr gefreut auf diesen Film, auch vor allem, weil ich dachte, da ist das Steelbook mit dabei, aber das ist eine ganz normale Armoury. Den Film habe ich angeguckt, ja, davon gibt es auch eine Review. Wie gesagt, hat bei mir nicht so gut abgeschnitten, aber mir habe ich auch noch nicht nochmal angeguckt. Ja, weil irgendwie habe ich dazu jetzt keine. Aber wie gesagt, ja, für jeden das seine, mir hat es nicht so besonders gut gefallen. Ja, dann kam eine Armoury noch rein, und zwar Bridge of Spies, der Unterhändler mit Tom Hanks. Ich bin ein großer Tom Hanks-Fan und natürlich darf auch dieser Film nicht bei mir in meiner Sammlung fehlen. Ich habe es ja noch nicht geschafft, ihn anzugucken. Sorry. Aber jetzt demnächst wird es bald passieren. Und ich freue mich auch schon auf diesen Film. Und ja, sehr cool, sehr cool. Dann bekam ich noch ein weiteres Paket. Halt, stopp, noch nicht ganz. Und ich bekam noch ein großes Paket, oder drei Pakete von einem lieben Abonnenten, der Bodo.
Und da haben wir eine kleine Tauschaktion durchgeführt. Er hat bei mir ein paar Sachen bekommen und ich habe von ihm auch ein paar richtig coole Editionen, zumindest nicht Editionen, sondern Autogramme gekriegt. Und zwar einmal hier, ich muss bloß hier unten legen, weil ich keinen Platz mehr habe. Und zwar einmal hier habe ich hier von der Forest Kelly, der Pille oder McCoy, Leonard McCoy von der klassischen Serie, das Autogramm in diesem coolen Bilderrahmen mit drin. Absolut genial und vielen herzlichen Dank dafür. Das ist das erste Bild gewesen, zumindest das erste Autogramm. Dann bekam ich noch George Takei von ihm, ebenfalls in diesem wunderschönen Bilderrahmen mit Schrift und eben das Autogramm. Genialst, wirklich genialst. Und jetzt kommt eigentlich das Highlight von diesem ganzen kompletten Paket und zwar das Autogramm von dem verstorbenen Leonard Nimoy. Und was soll ich sagen, einfach nur genial, hammergeil und vielen herzlichsten Dank. Wir sind schon beim nächsten Verhandel für die nächsten paar Autogramme, wo er noch übrig hat. Und ich hoffe mal, dass ich die auch bald bekommen werde. Denke mal, jetzt im Juni wird es dann soweit sein. Und seid gespannt, was da für schöne Sachen mit dabei sind. Ja, das war's eben von dem lieben Bodo. Nochmal herzlichen Dank für diese coole Tauschaktion. Ich hoffe, du hast auch Spaß mit deinen Sachen, wo ich dir gegeben habe. Aber ich denke mal, auf jeden Fall. Denn hast ja auch ein paar coole Sachen von mir gekriegt. Ja, dann geht's weiter mit einem weiteren Geschenk, zumindest Mystery-Paket. Und zwar, das war noch ein verspätes Geburtstagsgeschenk von meinem lieben Abonnenten Björn Kramer. Der hat sich gedacht, was können wir den lieben Stefan schenken? Da war ich auch bei meinen Eltern zu Hause, da es mir immer wieder schlechter ging. Also bin ich wieder rausgefahren, habe das Paket mitgenommen und wo er dann geschlafen hat, habe ich ihm das Teil mal ausgepackt. Und was soll ich sagen, es war auch wieder was richtig bombastisch Geiles drin. Zum Anfang erstmal hier Black Sunday. Da möchte ich mich nur kurz entschuldigen, ich habe mich da bei dem Unboxing wieder Black Friday gesagt. Und das ist eben die Stunde, wenn Dracula kommt, im Xavier Exklusiv Steelbook. Film kenne ich jetzt leider noch nicht, kommt jetzt aber auch bei dem Mediabook raus und vielleicht werde ich mir das mal dann holen. Sehr cool auf jeden Fall, herzlichen Dank. Dann bekam ich noch Rock'n'Roll Cinema und zwar Rody mit Alice Cooper. Die DVD in diesem schönen Mediabook, zumindest Booklet hier, auch sehr cool. Und vielen Dank nochmal dafür, auch ein richtig cooler Film, fand ich richtig klasse. Und dann noch eine Figur von Enterprise, Captain Archer in der Away Team. Sau cool, sau cool. Und dann habe ich noch mehr bekommen, und zwar noch zwei Filme, zumindest drei Filme war es, Django war es noch und Kill the Boss 2, nicht Kill the Boss 22 Jump Street, in der ganz normalen Amway. Die werde ich einfach mal mit bei den Verlosungen mit reinmachen. Oder es bekommen noch die paar Leute, die eben bei dem Filmquiz, bei dem TV-Serienquiz mitgemacht haben. Und noch die kleine Meerjungfrau. Aber die kleine Meerjungfrau habe ich leider jetzt meinem Kumpel, dem Matthias, gegeben, als kleines Dankeschön für den Jason Voice Darsteller. Und deswegen ist es leider jetzt schon weg. Ja, und natürlich bekam noch, das ist natürlich nicht alles gewesen von meinem lieben Björn, denn er muss auch nochmal auftrumpfen und das Teil, was er hier mir gegeben hat, habe ich noch nie vorher in meinem Leben gesehen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, da bin ich echt wirklich paff gewesen, wo ich das gesehen habe. Was ist bitte das? Und zwar, es handelt sich hier um Star Trek Deep Space Nine in diesem ganz geilen Away Team Kit. Und was auf 2200 Stück limitiert ist. Und da ist eben ein Rucksack mit dabei, ein Zipper-Rucksack mit diesem großen Reißverschluss. Dann ist hier auch noch eine Thermoskanne enthalten und auch noch eine Taschenlampe und eigentlich sind auch die kompletten 6 Staffeln von Deep Space auf DVD mit dabei, in diesen schönen alten Box noch, aber die hat er natürlich behalten, ist völlig klar, aber wie gesagt, das Teil ist einfach nur bombastisch geil und habe ich wirklich noch nie in meinem Leben vorher gesehen. Das Ding hat einfach mal 599 Euro gekostet, Wahnsinn, echt genialst und wirklich eine geile Edition und die war beim Mediamarkt exklusiv zu haben und was soll ich sagen, herzlichsten Dank dafür, wirklich war hammergeil. Ich stelle es mal da kurz runter, weil sonst habe ich hier keinen Platz mehr. Ja, also wirklich hammergeil, hammergeil, hammergeil. Ja, und dann geht es natürlich noch weiter mit weiteren Steelbooks und zwar hier The Revenant mit Leonardo DiCaprio und Tom Hardy. Hatte hier so einen Oscar bekommen, wir haben auch angeguckt und ich muss gestehen, also mir hat er jetzt wirklich nicht so gut gefallen, wie ich erhofft habe. Ich habe mich wirklich sehr auf diesen Film gefreut, aber leider hat er mich etwas enttäuscht. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, aber das ist eine Geschmackssache. Ich fand es sehr langatmig. Hätten wir ein bisschen kürzer machen können. Die Aufnahmen, die Landschaftsaufnahmen waren natürlich genial. Wirklich, die Landschaftsaufnahmen waren wirklich Hammer.
Aber so an sich, der Film, also hat mich jetzt nicht wirklich überzeugt und hat der Leonardo DiCaprio schon wesentlich bessere Rollen gehabt, um dann Oscar zu verdienen als den hier. Okay, er hat natürlich hier mal was anderes gemacht, nicht seine normale Paraderolle, sondern hier hat er mal wirklich was anderes Ausgefallenes gehabt. Aber trotz alledem, er hat mich einfach nicht so extrem überzeugt. Aber gut, Geschmäcker sind verschieden. Okay, dann geht's weiter mit Die fünfte Welle, die habe ich beim Amazon bestellt. Ein schönes Steelbook, wie ich auch finde. Den Film habe ich leider noch nicht geschafft anzugucken, aber wird auch bald passieren. Und ja, schönes Teil. Auf jeden Fall freue ich mich auch schon auf den Film. Bin gespannt. Dann bekam ich hier eben Candyman in diesem schönen Mediabook von Meteor Film. Film ist genial. Mediabook ist wieder recht klein gehalten, aber dafür kostet das Teil bloß 17,99 € bei unserem Müller. Und eben hier ist auch bloß doch die Blu-ray enthalten, also keine weitere DVD. Finde ich nicht unbedingt so dramatisch, aber Soundtrack natürlich cool gewesen, aber hier eben jetzt nur die Blu-ray enthalten, aber für 17,99 € kann man jetzt hier echt nicht meckern. Und trotzdem schaut es ganz cool aus. Ja, auch noch beim Müller geholt, und zwar Nummer 5 lebt in diesem ganz schönen, schicken Steelbook, was ich so genial finde. Der Film ist für mich einfach ein Kultklassiker von meiner Kindheit noch. Ich liebe diesen Film immer noch schon anzugucken. Ich liebe ihn einfach wirklich. Und war ja erst so kurz, jetzt am Sonntag war der für 12,90 € bei Müller drin. Leider ihn verpasst. Natürlich habe ich ihn ja schon vorher gekauft gehabt, aber nicht so dramatisch. Auch für 17,90 € war das ein guter Preis und kann man echt hier nicht beschweren. Mit einer schönen Prägung hier eben, die Augen hier, genial. Und ja, sehr schönes Teil. Und dann habe ich hier noch von Tawi exklusiv, habe ich euch jetzt vor kurzem hier eben die Unboxings gezeigt, und zwar Alien vs. Predator im Tawi exklusiv Steelbook Nummer 1. Sehr cool. Und hier in dem ganz schicke Steelbook von dem zweiten Teil, was ich eben vom Mercine Manor gesehen habe, und deswegen muss ich mir gleich mal holen. Einfach nur genial, dieses Teil, und hier auch mit deutschen Ton, und kann man echt hier nichts verkehrt machen, das zu holen für 13,22 €. Ja, und dann haben wir noch zwei weitere, und zwar noch The Hunger Games, die Complete Collection von UK. Dankeschön an den lieben Megastore-Palast für dieses ganz coole Teil. Wirklich geniales Steelbook mit einem schönen Lentikulareffekt vorne drauf. Meine Störung ist natürlich hier, dass eben das nicht richtig abschließt am Steelbook, was ich etwas schade finde, aber ansonsten ist dieses Teil wirklich genial und gehört auch in jede Sammlung mit rein. Hat leider keinen deutschen Ton, aber sind wir mal ehrlich, jeder hat diese Filme schon zu Hause, von daher nicht so dramatisch, sage ich jetzt mal. Und genial, wirklich genial. Und dann noch zum Schluss auch noch von Megastore Palast bekommen, und zwar The Hateful Eight in diesem schönen deutschen Steelbook. Und schaut absolut genial aus. Film haben wir natürlich auch schon angeguckt. Meine Frau fand auch richtig klasse, aber wir sind alle beide selber Meinung. Django hat uns alle beide besser gefallen. Natürlich die Landschaftsaufnahmen auch hier und diese Kameraperspektive waren hier wirklich genial. Aber für mich war einfach Django immer noch der bessere Western von den beiden und hat einfach mich mehr überzeugt, denn Django könnte ich wirklich jeden Tag mal angucken oder jeden zweiten Tag mal angucken. Bei dem wird es ein bisschen schwieriger, den kann man sich angucken, aber nicht hintereinander so oft, denn der ist halt schon manchmal etwas zäh, aber ich finde auch richtig cool. Ja, das war jetzt eigentlich die komplette Updates von dem Jahr Mai 2016. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie ihr alles hinstellen soll, denn es ist etwas viel geworden hier immer wieder. Und ich mache es einfach jetzt mal so. Ich mache das jetzt so. Und so. Und so. Haben wir eins. Dann haben wir hier noch den Revenant. Und da haben wir hier noch dann die schöne Box hier. Und dann noch die ganzen Steelbooks, aber ich denke, mit der jetzt einfach mal kurz alle mal weg. Und natürlich, was auf jeden Fall auch noch mit rein muss, ist hier natürlich auch, und zwar diese Box darf nicht fehlen. Und hier eben die wirklich die Highlights von meinem Update von Mai 2016. Wirklich genial, wirklich ganz viele coole Sachen dabei gewesen und natürlich auch geschenkt bekommen. Nochmal lieben herzlichen Dank an Mirko und Samara, Movie Hunter 87. Adel Rudiger und Björn Kramer für diese ganz tollen Geschenke, wirklich hammergeil. Ich kann mich einfach nur tausendmal bedanken, auch der liebe Bodo für die coolen Autogramme, einfach nur genial. Und ja, das war's von mir und ich verschließe mal diese ganze Edition hier und bis zum nächsten Mal, euer Fäusten 80. Tschüss.